Wie Sie gerade sehen, starten wir die erste Kunstflugmaschine. Das ist ein Magma. Mit 10S. Das ist in Vollschale gebaut. Sie als Kunde sind bei uns willkommen, auch Farbvorschläge oder auch Vorschläge für die Messigkeit, die wir machen wollen. Also wir erstellen die Modelle auf Kundenwunsch. Aber auch dennoch handzahm zu fliegen, auch im Landen. Profil bei der Maschine, ein HQDS 1,5. Das ist eine italienische Konstruktion aus einem 16er, auch mit 12S, 5000 Fluggewicht hier, etwa 12 Kilo. Auch ein sehr dynamisches, großräumig zu fliegen. Das ist auch sehr gut. Also nicht nur hier als Jet, sondern auch am Hang. Sehr gut als Hangflieger zu fliegen. Die dritte Maschine jetzt unterwegs, eine von der Größe Auslegung analog im Magma, hier ausgerüstet mit einem C-Flix 54 mit 12 Zellen, jetzt nicht Composite-Bauweise, das heißt wir arbeiten im Vakuumverfahren, lackieren in die Formen, alle Farben, alle Designs sind machbar. Sie können die Modelle bei uns als Anführungsstrichen normalen Baukasten erwerben, aber auch komplett flugfertig. Mit Servos, mit Motor. So, der Eis gelandet. Sie sehen handzahm. Ja, das ist ein 3,30 Meter Schalenmodell für den typischen Hobby-Modellflieger. Sehr dynamisch, aber auch thermikstark. Ausgerüstet jetzt hier mit einem Yeti Phaser Motor mit 4S. Hört sich auf den ersten Moment wenig an, ist aber ein sehr voluminöses Modell, Flächeninhalt weit über 100 Quadratzentimeter, wird angetrieben mit einem Hardtop B5 ohne ABS, nur mit dem Butterfly. Jedermannsflieger, ja, 3 Meter, macht auch jeglichen Akku mit, thermstark. Akku auch möglich, Sie sehen hier den Ast im Rückenflug. Was wir noch starten, ist die Firma Stecker mit 10S 5000. Sie sehen die Präzise dieses Modells, wo es eigentlich ein Thermik-Monitor ist, von uns gekommen.
Viermal breitig hier vor Ort. Und da haben wir schon den Kuchen gegeben.